Hallo, mein Name ist Markus Jung von fernstudiuminfos.de und heute geht es um eine Frage, die in einem Kommentar zu einem anderen Video gestellt worden ist. Dort heißt es: Aufgrund der Masse an Informationen, die man sich in einem Fernstudium größtenteils selbst erarbeiten muss, schaue ich mich immer wieder nach Möglichkeiten um, diese zügig, aber dennoch sorgfältig durchzuarbeiten. Dabei bin ich zuletzt auf eine Technik gestoßen, die sich Speedreading nennt. Persönlich finde ich es sehr interessant, einen Text in wesentlich kürzerer Zeit durchzulesen. Jedoch stellt sich mir zeitgleich die Frage, ob es für Fernstudierende sinnvoll ist, in einem Affentempo durch den Lernstoff zu fliegen oder ob dabei nicht eventuell wichtige Aspekte des Textes verloren gehen und damit für Klausuren nicht gelernt werden. Schließlich ist es in diesem Falle keine Vor- oder Nachbereitung auf eine Vorlesung, sondern der wichtige Stoff. Ja, auf das Thema Speedreading gehe ich gerne hier in diesem Video ein, denn ich habe mich da in der Vergangenheit auch schon einige Male mit beschäftigt. Es gibt bei fernstudiuminfos.de einen FAQ-Artikel dazu, den stelle ich in der Infobox mit ein und darüber verlinkt auch Rezensionen von insgesamt 3 Büchern, die ich zu diesem Thema bereits gelesen habe und vorgestellt habe bei fernstudiuminfos.de. Eins davon auch mit einem kleinen Video, das verlinke ich hier dann auch. Ja, zunächst mal zur Frage, was ist eigentlich Speedreading? Also Ziel des Speedreadings ist es ja, Texte schneller zu erfassen, also schneller zu lesen und dabei aber sogar noch das Verständnis mindestens gleich zu behalten, möglichst aber sogar noch zu erhöhen. Wie soll das funktionieren? Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Konzepte, die da vermittelt werden, über Bücher, über Videos, auch über Seminare zum Teil. Aber im Kern ist es schon so, dass im Grunde genommen die Augenbewegung und das, was mit jeder Augenbewegung erfasst wird, optimiert werden sollen. Also so, dass man zum Beispiel nicht mehr einzelne Wörter oder vielleicht sogar die einzelnen Buchstaben eines Wörters, wie es Leseanfänger machen, liest, sondern im Grunde genommen Chunks bildet aus mehreren Wörtern oder sogar ganzen Zeilen, möglicherweise sogar Absätzen, um das auf einen Blick zu erfassen und dann quasi nur zwischen diesen einzelnen Sinnzusammenhängen, also Chunks hin und her zu springen und dadurch Texte schnell zu erfassen. Außerdem soll das Ganze auch erleichtert werden, teilweise indem man sich auf bestimmte Wortarten konzentriert, die besonders wichtig sind, um dadurch die Kernelemente des Textes sehr schnell zu erfassen. Das Ganze scheint wohl zu funktionieren. Viele nutzen das Ganze auch aktiv, auch durchaus im Fernstudium. Es gibt auch ein paar Erfahrungsberichte bei fernstudiuminfos.de, die auch in dem verlinkten Beitrag zu finden sind. Ich für mich finde es eher stressig, da so durchzuhetzen. Und will ich mich mit diesen verschiedenen Methoden beschäftigt, habe auch vieles ausprobiert, habe entschlossen, bei meiner konventionellen Vorgehensweise zu bleiben. Das muss aber auch jeder für sich selbst entscheiden. Wie groß so die Verbesserung der Lesegeschwindigkeit ausfallen kann, das hängt auch sehr stark ab davon, was für Texte es sich denn handelt. Wenn jetzt jemand leichte Literatur, einen Roman meinetwegen liest, der auch jetzt nicht groß irgendwie Fremdwörter beinhaltet, dann kann man da sicherlich sehr, sehr schnell durchgehen. Es hat die Frage, ob das dann noch ein unterhaltsames Leseergebnis ist. Hat man aber einen Fachtext, der jetzt sehr abstrakt ist, sehr komplex ist, dann ist sicherlich die Steigerung, die da möglich ist, deutlich geringer. Wenn es auch vielleicht Formeln gibt, wo es auf jedes einzelne Zeichen dann auch ankommt, das kann man nicht einfach so einscannen. Ich denke, die Methode ist besonders dafür im Fernstudium sehr gut geeignet, um sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Oft sind die Studienbriefe ja sehr, sehr umfassend. Und bevor man jetzt überlegt, wo sind so die Schwerpunkte, was ist mir auch noch unbekannt, was ist besonders komplex, da mit der Methode des Speedreadings erstmal das Ganze sehr schnell zu scannen. Quasi das ganze Buch auch angefangen vom Inhaltsverzeichnis durchzugehen. Auch das wird teilweise in diesen Anleitungsbüchern sehr genau erläutert. Und dann, wenn man diesen Überblick hat und weiß, das sind Dinge, da geht es eigentlich nur um Überblickswissen, das ist recht leicht zu verdauen, da dann sehr schnell vorzugehen und an anderen Stellen, wo es halt komplizierter wird, vielleicht um Berechnungen geht oder Definitionen, wo es auf jedes Detail des Textes wirklich ankommt, da dann die Geschwindigkeit zu reduzieren, quasi den Zeitgewinn dort einzusetzen, um intensiver dort auch den Stoff erfassen zu können. Ja, das waren mal von mir so ein paar Erläuterungen zum Thema Speedreading. Wie gesagt, es gibt jede Menge Literatur, YouTube-Videos etc., wo das Ganze vertiefend behandelt wird, wie das Ganze dann funktioniert, sodass ich da jetzt hier nicht drauf eingehen werde. Was mich aber sehr interessieren würde, wenn ihr selbst das schon mal ausprobiert habt,
dann schildert doch mal, welche Erfahrung ihr damit gemacht habt und ob ihr auch dabei geblieben seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere doch jetzt kostenlos meinen Kanal mit weiteren News, Interviews sowie Fragen und Antworten rund um das Thema Fernstudium. Oder schaue bei fernstudiuminfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit tausenden von Beiträgen.